Hallo, mein Name ist Tito Schnell von der Firma Comtech und ich möchte Ihnen heute die beiden Dokumentenkameras, Desktop-Dokumentenkameras von Lumens vorstellen. Wir haben zum einen die PS760 mit einem 20-fach optischen Zoom, sowohl als auch die PS751 mit einem 16-fach optischen Zoom. Die Kameras werden überwiegend in Universitäten, Konferenzraum eingesetzt, wo es doch auch auf das robuste Material ankommt. Was haben wir hier für eine Kamera? Wir haben eine Kamera mit zwei unterschiedlichen Lichtquellen, die es mir erlauben, flexibles Licht über dem Objekt zu steuern. Eine weitere sehr schöne technische Eigenschaft ist die Hintergrundbeleuchtung, die es uns hier erlaubt, Diabilder oder auch Röntgenbilder, beispielsweise in dem medizinischen Bereich, darzustellen. Wir können über das Gerät selber oder auch über die mitgelieferte Fernbedienung das Gerät komplett steuern. Wir haben die Möglichkeit reinzuzoomen, wir haben die Möglichkeit rauszuzoomen, wir können die Lichtempfindlichkeit einstellen und wir haben ein sehr einfach strukturiertes Menü, das uns durch kurze Punkte erlaubt, gewisse Einstellungen vorzunehmen. Die Kamera verfügt übrigens oder ebenfalls über ein Mikrofon, wie auch die kleineren Modelle, und über eine USB-Schnittstelle, die es mir erlaubt, Daten aufzunehmen, Videos aufzunehmen oder Bilder zu speichern. Zu den Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite des Geräts. Sie sehen, wir haben zweimal VGA-In und zweimal VGA-Out, sowie einmal HDMI-In und einmal HDMI-Out. Die Kamera lässt sich auch über das Internet steuern, über die Ethernet-Schnittstelle, und es gibt einiges an Audioschnittstellen, die es uns erlauben, auch externe Audioquellen mit einzubinden. Wir können die Kamera zusätzlich nutzen über den PC. Es gibt eine kostenlose Software, die heruntergeladen werden kann und die es uns dann ermöglicht, die komplette Kamera auch über den PC zu steuern. Für weitere Fragen besuchen Sie uns unter www.comtech.de. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Dieter Schnell von der Firma Comtech und ich möchte Ihnen heute die beiden Desktop-Dokumentenkameras von Lumens vorstellen.